Zack. Denn wir wollen das ja nicht generisch aussehen lassen. Namen Zeres. Namen Sirius SFNN. Tag Extra Schnitzel. Und hallo Jessica nochmal. Du warst vorhin schon da. Jetzt geht's weniger um die Tiefsee als vielmehr, ja, um banalere Dinge. Ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. So, das sieht doch ganz schick aus. Dann sind mir da eigentlich zwei... Ne, das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Danke fürs Folgen, Alikon, Aliko, Alimotz, Ali. Hui, Ali. Das freut mich sehr. Das ist eindeutig zu steil da drüben. Aber wir bauen hier einfach nochmal so eine schöne. Nee, ich wollte hier so eine wunderschöne Kurve direkt um die Ecke bauen eigentlich. So, das finde ich gut. Das finde ich auch gut. So. Hügelige Straßen erfordern hügeliges Bauen, finde ich. Ja, das finde ich auch wieder gut. Kriege ich es hin, nur den einen? Nein, kriege ich leider nicht hin. Das finde ich noch ganz schön hier. Sind dann ein paar zu viele Kreuzungen hintereinander, ne? Aber das ist doch schön. So. Und da können wir jetzt so richtig schön das ganze Gebiet hier nehmen. Wunderbar. Da dünnen wir selbstverständlich wieder aus. Das da brauchen wir nicht bebauen. Das kann ruhig bebaut werden. Und das brauchen wir auch nicht bebauen. Das sieht doch ganz gut aus hier. Fein. Die müssten eigentlich komplett versorgt sein. Sind sie auch. Und strommäßig wird das hier schon wieder schwierig. Lärmbelastung 50, Verschmutzung 35. 120 Megawatt. Wir bauen mal so ein Ölkraftwerk. Hier unten haben wir sowieso eine ein Ölgebiet. Da würde ich das gerne hinbauen. Kein Bau auf Wasser möglich. Das ist selbstverständlich klar. Ja, weil hier unten schon wieder alles überflutet ist, so ein Scheiß. Ich muss dieses Gelände da, glaube ich, mal ein bisschen erhöhen. Sonst wird das hier immer überflutet sein. Da könnte ich es hinbauen. Und da baue ich es auch hin. So, jetzt werde ich dieses Gelände hier großflächig ein bisschen erhöhen. Denn das hier geht gar nicht. Das ist einfach, ja. So, hier können wir wieder ein bisschen Erde abtragen.
So, und das dürfte jetzt hier wunderschön das Gelände so weit erhöhen, dass ich keine Probleme mehr mit Wasser haben sollte. Hier unten. Zumindest. Jetzt habe ich wieder nicht genügend Erde. Erde kann ich hier zum Glück zu Genüge finden. Hä? Was ist denn mit Ali? Ach so, Ali. Das meintest du vorhin, ja? So. Ich glaube, ich muss das mal hier ein bisschen einreißen. Das nochmal neu zu machen. Oder? Kann jetzt auch so funktionieren. Da kommt das Wasser rein. Das heißt, die muss ich beide abreißen hier. Ach, deshalb auch. Alles klar. Ich baue die Pumpen einfach weiter nach unten. Abflussrate, Verschmutzung 0. Wir bauen hier mal zwei Klärwerke hin. So. Die da kann ruhig noch ein bisschen abpumpen. Dürften Strom haben und jetzt habe ich auch auf jeden Fall genug Abwasser und hier unten dürfte ich jetzt dieses Problem gelöst haben, dass wir zu viel Wasser verlieren. Hier könnte ich noch ein kleines bisschen erhöhen, damit die Straße hier noch gerader bleibt. Das sieht auf jeden Fall schicker aus, aber so geht das Ganze auch. Wunderbar, wir haben genug Strom, wir haben genug Wasser. Wir haben eine funktionierende Müllabfuhr in all diesen Gebieten. Da wird es auf jeden Fall eng. Das heißt, ich baue hier tatsächlich noch. Ich baue das mal ein bisschen mittiger. Sonst haben die hier auch wieder Probleme. So, jetzt können wir auch direkt noch ein kleines Recycling-Center hier hinbauen. Da passt ein Krematorium hin, das finde ich super. Das heißt, da kommt auch ein Krematorium hin. Das ist dir aufgefallen, dass es nicht mehr um See geht. Leute, das sieht doch mittlerweile ziemlich gut aus hier. Das finde ich schön. Diese sieht quasi aus wie so eine liegende 8 so ein bisschen. Hier oben das große mit der fetten Uni. Ich möchte hier mal gerne lang gehen gerade. Das ist doch geil hier oben, oder? Die Sicht von der Uni auf die Stadt. Die hier stören mich ein bisschen bei der Sicht. Aber wenn man hier oben in der Uni sitzt, dann müsste man eigentlich ganz gut über die Stadt gucken können. Das ist ja perfekt. Das sieht ja richtig geil aus. Hä?
check ich nicht. Ja, im Nachtmodus sehe ich irgendwie nicht so viel. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das ist natürlich jetzt voll blöd. Ah, jetzt bin ich wieder draußen. Sehr schön. Das muss ich beim nächsten Mal noch gucken. Man kann hier einen wunderschönen Walkthrough-Modus machen. Ah, cool. Sogar mit den Schildern. Auch das hier wird endlich rege genutzt. Das finde ich super. Um ins Industriegebiet zu kommen. Ich gucke mir nochmal gerade den Verkehr an, ob es irgendwo hakt. Da hakt es ein kleines bisschen, warum auch immer. Da hakt es ein ganz kleines bisschen. Ja. Wisst ihr, was man da einfach machen könnte? Wir könnten das hier abreißen. Und es einfach nach hier bauen. So. Die reise ich ein da. Und dann müsste das schon wieder passen. Wobei ich die hier auch noch größer machen könnte, eigentlich die Straßen. Wobei ich das ganz schön, ganz süß finde hier eigentlich. Ich guck mal, ob ich die hier verkleinern kann, weil das sieht niedlich aus. Mit dem Bäumchen. Wieso darf ich die eigentlich nicht in eine Richtung bauen? Weil die hier ist viel zu groß, die Straße. Da können wir schön noch das Gebiet erhöhen, indem wir bauen können. Und das hätte ich gerne wieder in beide Richtungen hier. So, das finde ich niedlicher. Ich glaube, das war kein Fortschritt. Zack, so, die mal da weg. Jetzt staute sich da wieder eine Menge. Warum? Eigentlich wirklich relativ egal, wie ich das baue. Das wird sich immer stauen. Das heißt, wir könnten das hier eigentlich auch erweitern. Bis da hinten hin. Habe ich irgendwelche Mods drin? Ja, ich habe jede Menge Mods drin.
mein lieber Aliko. Unter anderem habe ich eine Traffic. Ich kann dir ja mal kurz zeigen. Ah ne, kann ich leider nicht, weil es hier aus dem Menü heraus nicht geht. Cities Radio. Ah, nein, ich kann leider kein anderes Radio anmachen. So. Ihr Lieben. Oh, da sind aber viele Leute krank. Warum sind die alle krank? Hallo? Die Gesundheit hier ist überhaupt nicht gut. Aber warum? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Bauen wir ein paar mehr Ärzte. Warum ist die Bevölkerung krank? Warum ist meine Bevölkerung so krank? Boah, was für eine scheiß schwierige Map. Ich hasse es. Ist die Verschmutzung hier so groß oder was? Oder woran liegt's? Der Bodenrichtwert ist sehr gut. Da ist auch viel Wald. Kriminalität ist da oben. Das interessiert mich aber gerade nicht. Gesundheitswesen, Verfügbarkeit. Okay, wir brauchen eindeutig mehr Ärzte. Dann brauche ich doch gerade noch ein paar. Zack, da unten auch nochmal ein Arzt hin. Hier oben ist die Gesundheit sehr gut. Hier ist die Gesundheit auch gut. Warum sind die denn alle krank hier? Das verstehe ich wirklich nicht. Kranke Bürger, jede Menge. Ah, ich weiß warum, ich weiß warum. Scheiße, scheiße, scheiße. Das sollten Abpumpen sein, nicht... ist das kein Abwasser? Ist das Zuwasser oder was? Stopp, 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 stopp. Stopp. Ja, die pumpen verseuchtes Wasser da gerade hoch. Uncool. Warum wird hier verseuchtes Wasser reingepumpt? Da oben ist doch meine einzige Pumpenstation. Oh, diese Map macht mich fertig. Ist das etwa Zuwasser oder was? Reinigt die Verschmutzung des Abwassers? Ja, aber dann ist es doch ein Abwasser, oder nicht? Durchflussrate 120.000 Kubikmeter. Abflussrate. Nee, das ist eine Abflussrate. Und wisst ihr was? Dann werde ich die da jetzt einfach mal entsorgen. Interessiert mich gerade auch nicht. Verschmutzung.
Warum ist dieses gesamte... Ist das verschmutztes Abwasser oder ist es kein verschmutztes Abwasser? Doch, es ist verschmutztes Abwasser. Man sieht das ja hier, wo das Wasser überall hingepumpt wird. Das ist scheiße. So. Die sind alle krank wegen verseuchtem Wasser. Ich hoffe, das legt sich schnell wieder. Ich hoffe wirklich, dass sich das schnell wieder legt. So. Das war der Gesundheit auf jeden Fall zuträglich. Aber das ist, nein, das ist keine gute Idee. Stopp. So, ich werde hier eine komplett eigene Wasserversorgung machen. Denn sonst pumpen die ganze Zeit dieses Ekelwasser in meine Wohngebiete. Und das kann es ja wohl nicht sein. Heißt, ich brauche noch eine Kläranlage. Ich baue die mal nach da. So, ich baue die mal nach da. Dass ich eine von den beiden hier unten wieder habe. Jetzt habe ich wieder so wenig Geld. Das ist natürlich blöd. Da muss ich mal ganz kurz wieder sparen. So. Und ihr bekommt jetzt eine zusätzliche Wasserstation nach hier, die euch versorgt. Du brauchst noch Strom, sollst du haben. So. Und jetzt bitte. Das ist gut. Hier ist das Wasser wieder sauber. Alles klar. Und das pumpt dann auch nur ganz... Nee, nee, das machen wir noch anders. Sonst sind die da unten bald auch alle krank. Auch die machen wir wieder weg. Und die setzen wir hier vor. Bauen das aber hier rum. So, jetzt haben wir zwei einzelne Abwasserklärungen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dürftig mit der einen Anlage. Da würde ich gerne noch eine bauen. Aber die kostet zu viel. Warten wir mal wieder ein bisschen ab hier. Und dann können wir gleich auch noch die zweite Kläranlage bauen. Und dann soll es das auch wieder gewesen sein für heute, ihr Lieben. So. Zack. Und das wird noch verbunden. Fein. In diesem Sinne. Wie sieht die Verschmutzung aus? Sehr, sehr gut. Das finde ich toll. Wir haben viel geschafft, ihr Lieben, in dieser Folge. Wir haben ein Wohngebiet sehr viel erweitert. Wir haben das Wasserproblem hier oben mit den beiden Wassertürmen behoben. Wir haben die Autobahn komplett bis hier unten gebaut und zwar zweispurig auf beiden Seiten mit den ganzen Anbindungen. Wir haben hier die Autobahnanbindung weitergebaut. Wir haben das Wohngebiet hier unten erweitert um ein Wohngebiet mit dichter Besiedlung. Wir haben uns um das Hochwasserproblem hier unten gekümmert. Wow, und wir haben jede Menge hier Gelände erhöht und erniedrigt.
In diesem Sinne würde ich sagen, tausend Dank fürs Zugucken. Einrichtung voll, darum kümmere ich mich das nächste Mal. Ich werde das mal hier so schön im Blick behalten. Ah, sieht es herrlich aus. Vielen Dank fürs Folgen an die ganzen neuen Leute. Wow, finde ich grandios. Der absolute Hammer. Jetzt gucken gerade 13 Leute zu und jetzt höre ich auf. Das ist natürlich klar. Aber ich muss leider ins Bett, denn ich habe morgen wieder Theaterproben. Es geht ja in anderthalb Wochen schon aufs Kreuzfahrtschiff. Also viele Proben derzeit. Gute Nacht, ihr Lieben. Schaut mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Ich habe nicht nur einen Gaming-Kanal auf YouTube. Nein, ich mache hauptberuflich Musik und habe dementsprechend auch einen Musikkanal. Also schaut doch mal vorbei, das würde mich sehr freuen. Empfehlt den Kanal weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage hoffentlich bis bald mal wieder. Ich werde noch wenig streamen können, bis ich auf dem Schiff bin. Aber die Let's Plays laufen auch auf dem Schiff weiter. Ich werde meinen Mac mitnehmen und werde auch auf dem Schiff ein paar Let's Plays mir anschauen, die ich zocken möchte. Zum Beispiel würde ich sehr gerne The Banner Saga spielen. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Und es wurde mir sehr, sehr viel Gutes darüber erzählt. Schauen wir mal, zu was ich alles so komme auf dem Schiff. Ich dürfte eigentlich ein bisschen Zeit haben. In diesem Sinne speichere ich jetzt gleich das Spiel. Wie heißen meine beiden Kanäle? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Steht das nicht hier irgendwo sogar auf Twitch? Also, youtube.com/Zosa, also wie hier Zosa zockt, nur ohne das zockt, /Zosa, da kommt ihr auf meinen Gaming-Kanal und /Sörenvogelsang, Sören mit OE, also so Ehrenvogelsang, da erreicht ihr mich, erreicht ihr meinen Musikkanal. Da könnt ihr mal schauen, ob das, was ich so mache, euch gefällt. Da findet ihr auch meine beiden Solo-Alben. Danke Bimbam fürs Folgen an dieser Stelle noch. Da findet ihr auch meine beiden Solo-Alben komplett kostenlos. Ihr findet mich auch auf Spotify und auf Twitter und natürlich auch auf Facebook. Die Namen sind eigentlich überall gleich immer. Irgendwas /Sörenvogelsang erreicht ihr eigentlich immer mich. In diesem Sinne wünsche ich euch eine fantastische Nacht und ja, eine noch fantastischere kurze Arbeitswoche. Geil, nur 4 Tage ran, dann gibt's schon wieder Wochenende. Leute, bis zum nächsten Mal. Tausend Dank fürs Zugucken. Tschüssi.